Ja, hallo, vielen Dank und herzlich willkommen zum Vortrag Amazon Ranking Optimierung. In diesem Vortrag wird es darum gehen, wie Sie besser auf Amazon gefunden werden können. Dass das wichtig ist, brauche ich Ihnen sicherlich allen nicht zu sagen. Viele Händler glauben aber, dass man darauf nicht wirklich einen Einfluss hat, ob man nun auf Seite 1 steht mit seinem Produkt, wo einen viele Leute finden, oder ob man erst auf Seite 4, 5 oder dann sogar erst auf Seite 20 kommt, wo sich dann kaum noch ein Kunde hin verirrt. Das ist aber ein Irrtum und in diesem Vortrag ist das Ziel, Ihnen zu zeigen, wie Sie auf Amazon mehr Geld verdienen können, indem Sie Ihr Ranking verbessern. Bevor wir damit starten, kurz zwei Worte zu mir. Mein Name ist Konstantin Panicke. Ich bin Senior Customer Success Manager bei Marketplace Analytics. Marketplace Analytics war die weltweit erste Amazon-Analyse- und Optimierungsplattform und wir sind der führende Anbieter am Markt. Ich bin bei Marketplace Analytics zuständig dafür, den Ranking-Algorithmus zu entschlüsseln. Das heißt, ich führe statistische Analysen und Experimente durch, um zu verstehen, wie der Ranking-Algorithmus funktioniert und veröffentliche die Ergebnisse dann auf unserem Blog. Und das Ganze mit dem Ziel, halt für unsere Kunden die Informationen greifbar zu machen, um sie erfolgreicher auf Amazon sein zu lassen, natürlich auch für alle anderen Leser. Und einige der Ergebnisse werde ich heute mit Ihnen in diesem Vortrag teilen. Im Vorfeld wurde ich darum gebeten, vor allem auch konkrete Tipps zu liefern, wie man sein Amazon-Ranking verbessern kann. Das werde ich auch machen in Teil 2. In Teil 1 ist es mir vor allem auch wichtig, dass Sie verstehen, wie funktioniert der Amazon-Ranking-Algorithmus, denn wenn Sie das verstanden haben, dann können Sie sich auch Ihre eigenen Strategien zurechtlegen, wie Sie Ihre Produkte weiter nach vorne bringen können. An sich ist der Amazon-Ranking-Algorithmus kein Hexenwerk, also er ist einfacher als der Google-Ranking-Algorithmus und wie der vom Prinzip her funktioniert, kann man sich relativ einfach klar machen, wenn man sich überlegt, was das Ziel von Amazon mit diesem Ranking-Algorithmus ist. Auf Amazon gibt es drei Parteien und alle haben eigentlich nur ein Ziel, nämlich dass ein Kauf zustande kommt. Das heißt, es gibt den Kunden, es gibt den Verkäufer und es gibt Amazon. Der Kunde kommt auf Amazon mit dem einen Ziel, er möchte etwas kaufen. Er möchte nach einem Produkt suchen, er möchte das Produkt finden und dann möchte er das Produkt kaufen. Der Verkäufer möchte sein Produkt an den Mann bringen und Amazon möchte von dieser Transaktion ein Stück Verkaufsprovision abhaben. Das heißt, wie gesagt, alle haben dasselbe Ziel, ein Kauf soll stattfinden. Wie löst Amazon dieses Problem, diese Aufgabe? Amazon muss die Produkte nach Kaufwahrscheinlichkeit sortieren. Das heißt, damit möglichst ein Kauf zustande kommt, muss Amazon die Produkte oben platzieren im Suchergebnis, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gekauft werden. Das ist natürlich an sich ein komplexes Problem. Es gibt mehrere Millionen Suchanfragen. Idealerweise muss halt bei jeder dieser Suchanfragen das Produkt ganz oben stehen, was mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gekauft wird. Wie geht Amazon also dieses Problem an? Das wird in zwei Schritten gemacht. Der erste Schritt ist, aus dem gesamten Sortiment werden bei einer Suchanfrage alle grundsätzlich relevanten Produkte herausgefiltert. Was heißt grundsätzlich relevant? Das ist in dem Fall eigentlich relativ stupide, nämlich es können nur die Produkte im Suchergebnis auftauchen, die alle Suchbegriffe enthalten, die der Kunde verwendet hat. Wenn der Kunde also sucht zum Beispiel nach Rucksackleder und Ihr Produkt enthält nur das Keyword Rucksack, dann werden Sie nicht im Suchergebnis erscheinen. Wenn der Kunde sucht nach Rucksack Echtleder und Ihr Produkt enthält die Suchbegriffe Rucksack und Leder, dann können Sie auch nicht gefunden werden, da Echtleder nicht dabei ist. Für Sie als Händler ist das also schon mal der erste konkrete Tipp quasi und das Wichtige, Sie möchten ja bei möglichst vielen relevanten Suchanfragen erscheinen für den Kunden, das heißt, Sie müssen alle relevanten Keywords beim Produkt tatsächlich haben. Ja, der zweite Schritt ist also, es wurden nun die Produkte ausgewählt, die im Suchergebnis erscheinen, aber die müssen ja jetzt noch in eine Reihenfolge gebracht werden. Wie gesagt, Amazon möchte die Produkte nach Kaufwahrscheinlichkeit sortieren. Wie macht Amazon das? Das wird grundsätzlich über zwei Arten von Faktoren gemacht. Das eine sind die Relevanzfaktoren und das andere sind die Performancefaktoren. Bei den Relevanzfaktoren geht es vor allem darum, dem Kunden das inhaltlich passende Produkt zu zeigen und das funktioniert hauptsächlich über die Keywords. Und dann gibt es die Performance-Faktoren, da möchte Amazon dem Kunden das Produkt zeigen, das sich gut verkauft hat. Beides am Ende mit dem Ziel, dem Kunden das Produkt zu zeigen, was er am wahrscheinlichsten kaufen wird.
Bei den Performance-Faktoren stützt sich Amazon auf verschiedene Schlüsselkennzahlen. Dazu gehören Absatz, Conversion Rate und Klickrate. Und die hängen wiederum ab von einzelnen Produkteigenschaften, wie zum Beispiel den Produktbildern oder der Produktbeschreibung oder den Produktbewertungen. Tiefer möchte ich jetzt aber gar nicht reingehen, denn stattdessen möchte ich mich auf einen der wichtigsten Ranking-Faktoren konzentrieren. Und das ist der Absatz. Wenn man den Ranking-Algorithmus stark vereinfacht, dann kann man sagen, je mehr man verkauft auf Amazon, desto weiter oben wird man stehen. Das ist für viele von Ihnen vielleicht jetzt erstmal eine etwas ernüchternde Erkenntnis, denn eigentlich möchte man das, denkt man ja das so, okay, ich möchte ein besseres Ranking haben, damit ich mehr verkaufe. Tatsächlich ist es aber so, dass man den Absatz direkt beeinflussen kann, wenn man sich klar macht, wie der Absatz auf Amazon sich an sich zusammensetzt. Und das sind zwei Faktoren, nämlich Traffic mal Conversion Rate gleich Absatz. Was heißt das? Also eine bestimmte Anzahl von Kunden findet das Produkt und ein Anteil davon kauft das Produkt dann und so kommt der Absatz zustande. Beide dieser Faktoren kann man als Händler aktiv beeinflussen und um so den Absatz zu verbessern und sein Ranking zu verbessern und dadurch natürlich auch wieder den Absatz. Diese beiden Faktoren schauen wir uns jetzt nacheinander an und schauen uns an, was es da für konkrete Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Zuerst schauen wir uns den Traffic an. Das heißt, wie bringe ich mehr Nutzer auf meine Produktseite? Das funktioniert hauptsächlich über Keywords. Das heißt, da gibt es zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, Sie können bei mehr Keywords erscheinen oder Sie erscheinen bei den Keywords weiter oben. Das und betont nochmal, wie extrem wichtig Keywords auf Amazon sind für den Erfolg und für den Traffic. Und wie gesagt, ist es ja auch so, dass sie tatsächlich nur gefunden werden können, wenn sie alle Keywords beim Produkt haben, die der Kunde auch verwendet. So, das heißt, ist es wichtig, dass man zuerst mal alle Keywords findet, die relevant sind und dass man dann die Keywords beim Produkt unterbringt, das heißt eine Keyword-Optimierung des Produkts durchführt. Wie diese zwei Schritte funktionieren, das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Eine Keyword-Recherche beginnt man normalerweise straightforward mit einem Brainstorming, das heißt man setzt sich hin und überlegt sich, was sind die Suchbegriffe, die Kunden verwenden, um mein Produkt zu suchen. Das ist auch eine gute Methode, um ein paar erste Keywords zu identifizieren, aber die Methode ist nicht geeignet, um ein komplettes Set zu ermitteln und ist zu zeitaufwendig und auch zu ungenau. Deswegen sollte man noch weitere Methoden mit ranziehen. Eine weitere Methode ist, dass man sich die Wettbewerber anschaut. Wie funktioniert das konkret? Man würde jetzt also, wenn man ein Produkt hat, zum Beispiel einen Gymnastikball, zu Amazon gehen, das in die Amazon-Suche eingeben und dann bekommt man das Suchergebnis und kann sich dann die Wettbewerber anschauen. Alleine schon, wenn man die Produkttitel durchgeht, dann wird man dort schon viele weitere Keywords entdecken, an die man noch nicht gedacht hatte. Also in dem Fall war es jetzt zum Beispiel Gymnastikball und außerdem findet man Fitnessball oder Sitzball oder Pilatesball. Wenn man dann noch in die Detailseiten reingeht, dann bekommt man noch mal mehr Keywords. Eine dritte Möglichkeit ist, Amazon selbst anzuzapfen für gute Keywords. Das heißt konkret, dass man die Amazon-Autovervollständigung nutzt. Wie funktioniert das? Man geht auch wieder zu Amazon und gibt einen Suchbegriff in die Amazon-Suche ein und dann springt die Amazon-Autovervollständigung an und schlägt einem dazu passende Suchbegriffe vor. Der Vorteil ist, Amazon zeigt hier natürlich Suchbegriffe an, die tatsächlich häufig gesucht werden, denn Amazon nutzt ja hierfür seine eigenen Suchdaten. Hier hat man einige Vorschläge, also man hat wieder Gymnastikball eingegeben, bekommt jetzt als Vorschlag zum Beispiel Gymnastikball klein. Wenn man das Ganze noch weiter treiben möchte, dann kann man noch die Buchstaben A bis Z noch ranhängen an Gymnastikball, also Leerzeichen plus A etc. Und dann bekommt man nochmal eine Vielzahl von weiteren Vorschlägen und halt einfach eine ganze Menge, aus denen man sich dann die relevanten raussuchen kann, um sie fürs eigene Produkt zu verwenden. Dann noch eine letzte Methode, das sind Keyword Tools, da möchte ich kurz zwei nennen. Das erste ist der Google Keyword Planner, vielen wahrscheinlich bekannt, das ist ein sehr gutes Tool, ein sehr leistungsfähiges Tool, was sich auch eignet für die Amazon Keyword Recherche. Allerdings sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass der Google Keyword Planner natürlich auf Google Suchdaten beruht und nicht auf Amazon Suchdaten. Ein zweites Tool, da möchte ich kurz unser Tool nennen, also von Marketplace Analytics. Unser Tool baut auf der Amazon Autovervollständigung auf, das heißt, zapft tatsächlich die Suchdaten von Amazon hier an und unsere Kunden können damit aus ein paar wenigen Ausgangskeywords relativ schnell ein umfangreiches und vollständiges Set von relevanten Keywords ermitteln.
So, der zweite Schritt ist, nachdem man nun die Keywords, die relevanten Keywords gefunden hat fürs Produkt, man muss jetzt die Keywords beim Produkt unterbringen. Hier gibt es eigentlich hauptsächlich zwei Sachen, die man beachten muss. Der erste Punkt ist, die wichtigsten Keywords, das heißt, die müssen Sie natürlich vorher definieren, was sind Ihre wichtigsten Keywords, die sollten Sie in den ersten 250 Zeichen des Titels unterbringen. Denn das ist der Punkt, der für den Ranking-Algorithmus das höchste Gewicht hat. Alle weiteren Keywords, das ist der zweite Punkt, die sollten Sie dann im Seller Central Backend in den allgemeinen Schlüsselwörtern verwenden. Dort haben Sie mittlerweile 5000 Zeichen zur Verfügung, das heißt, das ist mehr als genug Platz, um eine ganze Menge von Keywords unterzubringen. Ja, also das war das ganze Thema Keyword-Optimierung. Sie sehen, das Ganze ist relativ simpel eigentlich. Sie brauchen ein paar Minuten für die Keyword-Recherche, Sie brauchen ein paar Minuten für die Keyword-Optimierung und haben damit schon viel dafür getan, dass Ihr Produkt einfach mehr gefunden werden kann oder besser gefunden werden kann und damit mehr Traffic bekommt. Als nächstes schauen wir uns an, wie kann man die Conversion Rate beeinflussen. Das heißt, okay, es sind jetzt mehr Kunden, die das Produkt finden können, aber jetzt möchte man natürlich auch noch, dass mehr von diesen Kunden das Produkt dann tatsächlich auch kaufen, damit man dann mehr Absatz und ein besseres Ranking bekommt. Wie kann man das machen? Die Conversion Rate Faktoren, die finden sich hauptsächlich auf der Produktseite. Das heißt, der Kunde hat das Produkt gesucht, kommt dann auf die Produktseite. Wie wird er davon überzeugt, das Produkt zu kaufen? Hier habe ich mal die Faktoren markiert, die erstens relevant sind für die Conversion Rate und die man zweitens als Händler auch beeinflussen kann. Dazu zählt jetzt eine Vielzahl, also da hat man zum Beispiel die Produktbilder, das ist natürlich sehr wichtig, das wird auch oft unterschätzt. Dann hat man die Produktattribute, wo man zum Beispiel schon beim ersten Blick für den Kunden definieren kann, was sind denn die attraktivsten Vorteile des Produkts. Und normalerweise würde ich jetzt hier durchgehen und alle einzelnen Elemente, sage ich mal, abarbeiten, aber dafür reicht die Zeit heute leider nicht. Deswegen habe ich mir jetzt für diesen Vortrag eins herausgepickt und das sind die Rezensionen. Die Rezensionen sind natürlich auch ein sehr wichtiger Conversion-Treiber. Da gibt es zwei Dimensionen. Einmal die Anzahl der Rezensionen. Je mehr Rezensionen Ihr Produkt hat, desto vertrauenswürdiger ist das Rezensionsprofil für den Kunden. Und die zweite Dimension ist der Bewertungsschnitt. Das heißt, es ist natürlich so, je besser die Bewertung, desto häufiger wird das Produkt gekauft. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Rezensionen sind natürlich relevant, aber was bringt mir das? Das kann ich ja nicht beeinflussen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, denn man hat schon legitime Möglichkeiten, hier einen Einfluss auf das Rezensionsprofil zu nehmen. Und was das ist, wie man das machen kann, das schauen wir uns jetzt noch an. Der erste Punkt ist, mehr Rezensionen erhalten. Da gibt es an sich drei Möglichkeiten, zwei legitime, eine nicht legitime. Fangen wir mal mit den nicht legitimen an, das sind Fake-Bewertungen. Das Ganze ist natürlich nicht Amazon-konform, oder fangen wir erstmal damit an, was sind Fake-Bewertungen? Das heißt, Sie geben einfach selbst für Ihr Produkt eine Bewertung ab oder Sie bezahlen jemand anderen dafür, das zu tun. Und natürlich ist das Ganze nicht Amazon-konform, abgesehen davon, dass das natürlich Betrug am Kunden ist. Amazon forscht aktiv nach, wo es Fake-Bewertungen gibt, und wenn sie damit erwischt werden, dann wird Amazon ihnen ganz schnell den Verkäufer-Account zumachen. Das sollte man also nicht machen, davon raten wir ab. Dann schauen wir uns mal noch die zwei legitimen Methoden an. Das erste davon sind Produkttests. Das heißt, Sie wollen mehr Bewertungen bekommen. Wie können Sie das machen? Sie geben als Händler das Produkt an Tester heraus und der Tester gibt dann eine unvoreingenommene, unparteiische Bewertung für das Produkt ab. Dafür gibt es mittlerweile verschiedene Plattformen im Internet und das Ganze ist auch Amazon-konform aus dem entscheidenden Grund, dass die Bewertung natürlich tatsächlich dann unparteiisch ist. Das heißt, Sie können natürlich auch mal eine schlechte Bewertung kassieren, aber wenn Sie ein gutes Produkt haben, dann sollten Sie da ja nicht unsicher sein. Ein Punkt oder ein Vorteil bei diesen Produkttests ist, dass Sie relativ gut steuern können, wie viele Rezensionen Sie dadurch am Ende bekommen. Das heißt, Sie geben das Produkt an eine Reihe von Testern heraus und können relativ sicher sein, wie viele Rezensionen Sie halt dadurch bekommen werden für das Produkt. Die zweite Möglichkeit, wie Sie die Rezensionsmenge aktiv steigern können, ist, die Bewertungsquote zu steigern. Das heißt, nach einem normalen Kauf fordern Sie den Kunden dazu auf, Ihr Produkt zu bewerten. Wie funktioniert das? Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Paketbeileger, die Sie dann bei jeder Bestellung dann mitgeben.
Das kennen wir auch verschiedene Händler, die das so machen und die damit erfolgreich ihre Bewertungsquote gesteigert haben. Amazon-konform ist das Ganze, wenn man allein schon, wenn man sich mal überlegt, Amazon macht das ja selbst. Also Sie kennen das, Sie bestellen Artikel bei Amazon und ein paar Tage später kommt von Amazon eine E-Mail und dann wird gefragt, ja bitte bewerten Sie den Artikel. Also Amazon-konform ist das Ganze. Ein weiterer Punkt ist noch, es ist nicht ganz so gut steuerbar wie Produkttests. Das heißt, Sie geben die Aufforderung raus, aber es wird immer nur eine gewisse Quote von Kunden sein, die dann tatsächlich auch eine Bewertung abgibt. Das heißt, Sie können nicht so ganz gut damit rechnen, wie viel Sie genau an Bewertungen dadurch reinbekommen. Ja, die zweite Sache, wie Sie auf Ihr Rezensionsprofil legitim Einfluss nehmen können, ist, indem Sie ein Bewertungsmanagement für negative Rezensionen implementieren. Dabei gibt es auch wieder grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die erste davon ist die Änderung oder das Löschen der Bewertung durch den Kunden. Warum geht das? Also Sie haben eine negative Rezension reinbekommen. Jetzt können Sie den Kunden kontaktieren, beziehungsweise warum geht das? Nochmal einen Schritt zurück. Jede Rezension, die ein Kunde abgibt auf Amazon, die kann vom Kunden im Nachhinein tatsächlich geändert werden. Das heißt, der Kunde kann sich einloggen, in die Rezension reingehen, ändern oder löschen. Das ist alles möglich. Das heißt, deswegen steht diese Möglichkeit zur Verfügung. Sie können dann den Kunden kontaktieren, können das Problem versuchen, zu seiner Zufriedenheit zu lösen und ihn dann bitten, dass er die Rezension anpasst. Das Entscheidende dabei ist aber, um das Ganze Amazon-konform zu halten, Sie sollten dem Kunden nicht die Problemlösung als Anreiz für die Anpassung oder Entfernung der Bewertung anbieten, sondern zuerst das Problem zur Zufriedenheit des Kunden lösen, das heißt zum Beispiel Hilfestellung oder Support geben, Missverständnis aufklären, eine Ersatzlieferung dem Kunden geben. Wenn das passiert ist und das Problem gelöst ist, dann können Sie sich an den Kunden wenden, höflich mit der Bitte, die Problemlösung und Ihren Service in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Auf die Weise hat man eine sehr gute Erfolgsquote eigentlich, dass man auch negative Rezensionen im Nachhinein verbessern oder entfernen kann. Die zweite Möglichkeit ist, eine Rezension durch Amazon löschen lassen. Das ist natürlich an sich der Traum eines jeden Händlers. Also ich bekomme eine negative Bewertung rein und dann gehe ich zu Amazon und sage, bitte löscht das mal. Das geht so natürlich einfach nicht. Es gibt bei jeder Rezension auf Amazon einen Button, da steht drauf Missbrauch melden. Darüber können Sie die Rezension bei Amazon einreichen und dann hoffen, dass Amazon die Rezension löscht. Das geht aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Nämlich, wenn diese Rezension gegen die Rezensionsrichtlinien verstößt. Das sind eine verschiedene Anzahl von Gründen. Zwei davon sind beispielsweise, wenn die Rezension unangemessen oder obszöne Inhalte enthält oder wenn es sich um eine Fake-Bewertung handelt und Sie jetzt den Verdacht haben, zum Beispiel, weil dort auffällig dann Konkurrenzprodukte in der Rezension genannt werden. Ja. Die dritte Möglichkeit ist ein öffentlicher Kommentar. Das haben Sie auch bei jeder Rezension. Sie können immer als Händler einen Kommentar bei der Rezension hinterlassen, um die Rezension dadurch ins richtige Licht zu rücken bzw. Ihre Sichtweise darzulegen. Dadurch bekommt man die Rezension natürlich nicht weg, die bleibt so weiter unverändert stehen. Aber dadurch, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, zum Beispiel Missverständnisse aufzuklären oder indem Sie darlegen, warum das Problem, was dort beschrieben wurde, gelöst wurde und warum es nicht mehr auftreten wird, können Sie halt die negative Wirkung auf zukünftige Käufe dadurch abmindern. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende meines Teils angekommen aufgrund der Zeit. Mir ist wichtig, dass Sie drei Punkte mitnehmen aus dem Vortrag. Erstens, der Ranking-Algorithmus lässt sich tatsächlich beeinflussen. Und der Absatz ist dabei ein ganz entscheidender Faktor. Den Absatz wiederum kann man beeinflussen durch den Traffic und die Conversion Rate. Punkt 2, den Traffic können Sie beeinflussen sehr gut durch eine Keyword-Optimierung. Und die Keyword-Optimierung geht relativ einfach und schnell. Der dritte Punkt, auch die Conversion Rate können Sie beeinflussen. Dafür gibt es eine Vielzahl von Stellschrauben. Die Rezensionen sind eine davon. Und auch das Rezensionsprofil, da haben Sie die Möglichkeit, aktiv und positiv daneben einzugreifen. Bevor ich jetzt an den Kollegen Marc Steyer übergebe, noch zwei letzte Worte zu Marketplace Analytics. Wie gesagt, Marketplace Analytics ist eine Analyse- und Optimierungsplattform für Amazon-Händler. Und das Feature Ranking-Optimierung, das ist eins, was wir anbieten, ist auch eins der zentralen. Aber daneben gibt es noch viele andere Features, wie zum Beispiel Bewertungsmanagement, Werbekampagnenmanagement etc.
Und wenn Sie sich das Ganze mal anschauen wollen, dann können Sie sich einfach einen Testaccount holen unter marketplace-analytics.de und sich das Ganze 14 Tage kostenlos anschauen. Weitere Infos zum Thema Ranking-Optimierung und weitere Tipps, dass das Ganze jetzt ja nicht vollkommen umfänglich war, was ich jetzt hier erzählen konnte, finden Sie außerdem auf unserem Blog, auch unter marketplace-analytics.de. Und mit diesen Worten übergebe ich dann jetzt an den Kollegen Marc Steyer. Ja, hallo, mein Name ist Marc Steyer. Erstmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Bevor ich anfange mit meinem Vortrag, möchte ich, dass wir vielleicht mal ein bisschen meinem Vorgänger oder an meinen Vorgänger denken und an ihn uns erinnern. Er war streitbar, er war polarisierend und hier auf der Bühne war vor 2 Jahren sein letzter Auftritt. Von daher finde ich das toll, wenn wir einen Moment innehalten und an ihn denken. Er hat sich im Winter dann entschieden, in einer anderen Welt zu leben. Gut, mein Name ist Marc Steyer, ich mache den Blog Wortfilter jetzt weiter und erzähle einiges heute über eBay SEO. Bevor ich auf eBay SEO eingehe, würde ich gerne mal so ein bisschen meine Sichtweise erklären, wie ich das Verhältnis eBay-Amazon sehe, weil ich bin der Meinung, Amazon wird in der letzten Zeit sowohl in den Medien, aber auch von vielen Verkäufern extremst gehypt. Wenn ihr euch einmal die Zahlen anschaut, das sind Zahlen, die sind jetzt circa eine Woche alt. Ich habe jetzt die Visits weggelassen, da liegt Amazon in der Tat circa 20% höher. Ihr seht links eBay, rechts seht ihr Amazon. Die Zeit, in der sich die Konsumenten auf eBay aufhalten, ist deutlich höher als die bei Amazon. Die Zeit oder die Anzahl der Seiten, die die Konsumenten bei eBay sich anschauen, ist deutlich höher als die bei Amazon. Die Absprungrate ist bei eBay deutlich besser, niedriger als bei Amazon. Ganz nüchtern, technisch gesehen, kommt offensichtlich bei den Konsumenten eBay ziemlich gut an. Und das ist auch meine Meinung. Ich höre es oft in meiner Facebook-Gruppe, eBay ist scheiße. Nee, eBay ist nicht scheiße. Viele erzählen, Mann, Amazon läuft viel, viel besser oder bei eBay tut sich gar nichts, bastelt eBay wieder. Oder wir verkaufen jetzt nur noch auf Amazon das, was bei eBay weggebrochen ist. Das haben wir ja fast überkompensiert. Das heißt, wir machen ein wesentlich besseres Geschäft auf Amazon als bei eBay. Und das glaube ich unterm Strich nicht so richtig. Denn wenn wir uns mal Gedanken machen, wer der eigentlich größere Marktplatz ist, kommen wir zu einer ganz merkwürdigen Sichtweise. Amazon macht einen Umsatz von ca. 110 Milliarden US-Dollar. Davon abgezogen ein bisschen das Cloud-Geschäft und dann 55% weggenommen, das ist das Eigengeschäft von Amazon. Da hatte Ralf Kleber letztes Jahr in der Internet World gesagt, das Marketplace-Geschäft macht 45% unseres gesamten Umsatzes aus und dieser Satz ist seit Jahren stabil. Seit Jahren stabil heißt, oder man kann es rein interpretieren, nichts anderes als, da hält Amazon den Deckel drauf. Wie sieht das jetzt bei eBay aus? Bei eBay haben wir 93 Milliarden Dollar Umsatz und wer macht die? Ausschließlich die Verkäufer und zum größten Teil ihr als Händler. Also es ist durchaus zulässig zu sagen, dass Amazon im Gegensatz zu eBay eine kleine Frittenbude ist, denn das Verhältnis ist 1:2. Und ihr seht, orange ist Amazon angezeigt, blau ist der Umsatz von eBay. Und dieser ganze Hype rund um Amazon finde ich nicht unbedingt, dass er gerechtfertigt ist. Klar müsst ihr auf Amazon verkaufen, Amazon ist ein Marktplatz, der funktioniert, der geht. Entschuldigung, und es wäre mit Sicherheit falsch, doch nicht zu verkaufen. Aber eBay ist bei weitem nicht tot. Ich habe nochmal 2 andere Zahlen mitgebracht. Die zeigen ein bisschen was über die Händlerverteilung oder die Händlerdichte auf. Im vergangenen Jahr, oder Entschuldigung, Anfang dieses Jahres hatten wir 55.310 Marketplace-Händler auf Amazon. Davon waren schlappe 10%
Asiaten. China, Hongkong und was es alles gibt. Was hatten wir bei eBay? Bei eBay hatten wir 123.000, 122.000 aktive gewerbliche Händler. Davon sind, ich glaube, gerade mal 3% Chinesen. Sprich, die Belastung von ausländischen Händlern auf den Marktplätzen, die bei euch sich im Wettbewerb darstellen, ist auf Amazon wesentlich höher und es ist für euch wesentlich unangenehmer. Die Frage ist ja jetzt, warum wird eBay so oder warum ist eBay bei vielen Händlern so unbeliebt? Im Grunde genommen ist es eigentlich in meinen Augen einfach zu erklären. eBay bietet euch einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Bei Amazon bestimmt ihr in der Regel nicht die Bilder. Ihr habt keine Möglichkeit, eure Artikelbeschreibung detailliert darzulegen. Das heißt also, wenn ihr eine Corporate Identity haben wollt oder euer eigenes Alleinstellungsmerkmal als Händler darstellen wollt, könnt ihr das bei Amazon nicht. Das könnt ihr allerdings bei eBay. eBay zwingt euch noch nicht dazu, mobil optimiert zu sein, beziehungsweise lässt euch die Freiheit, euer mobiles Aussehen zu gestalten. Das sind Möglichkeiten, die gibt Amazon euch nicht. Böse Stimmen haben ja schon mal gesagt, Amazon macht es richtig. Die gehen von vornherein davon aus, dass die Händler strunzdoof sind. Das ist, unterstreiche ich jetzt nicht unbedingt, nee, aber ich möchte euch auch gerne heute zeigen und auch animieren, bespielt die Möglichkeiten, die eBay euch gibt. Die sind so unglaublich vielfältig. Und selbst wenn das Geschäft von oder auf Amazon vielleicht erstmal einfacher erscheint, denke ich mir, dass da die Zukunft eher bei eBay liegt. Ich gebe euch mal eine Zahl aus den USA. Dort gibt es auch so eine Art Afterbuy. Channel Advisor nennt sich das und die veröffentlichen, ähnlich wie Plenty Markets es hier tut, ihre eigenen Zahlen, also die Zahlen ihrer Händler. Und dort sind jetzt vor ein, zwei Wochen die Wachstumszahlen veröffentlicht worden. Die Amazon Marketplace-Händler, die mit Channel Advisor ihre Produkte verkaufen, haben ein Umsatzwachstum gehabt von nur noch 6,2%. Das hört sich ja erstmal nicht schlecht an, aber wie war es vergangenes Jahr? Vergangenes Jahr waren es 32%. Das bedeutet, das ist eine Entwicklung oder ein Trend, der wird früher oder später, hoffentlich später, aber auch bei uns hier in Deutschland ankommen. Denn der Markt ist nicht unendlich bei Amazon. Da waren ja noch diese 45%. Ja, wie sieht das Marktumfeld jetzt bei eBay aus, wenn wir uns doch mal auf eBay konzentrieren wollen? Da habe ich die aktuellen Powerseller-Zahlen einmal ermittelt. Wir haben rund 60.000 Powerseller. Bestellt, schöne Grüße. Wir haben 354 Platin-Seller. Die Platin-Seller sind die Seller, die mehr als 150.000 Euro Umsatz machen. Und die stellen gerade mal nur noch 1% der Händler, der Power-Seller dar. Bei Gold sind es 2.801, Silber sind es 5.050. Und wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir uns die Entwicklung über die Jahre hinweg mal anschauen? Und das sieht eigentlich ziemlich beschissen aus, denn wenn ihr genau hinschaut, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen so gut lesen könnt, vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr haben sich die Anzahl der Platin-Seller nahezu halbiert. Das seht ihr auch bei den Gold-Sellern, das seht ihr auch bei den Silbern, bei den Bronzen. Gut, diesen ab 1.000 Euro Umsatz, da hat sich sogar noch ein bisschen erhöht. Aber das unterstützt so ein bisschen meine Idee, dass viele halt Probleme hatten, auch mit der Mängelquote. 2014 war die und sind einfach nach Amazon gerannt und haben da ihr Glück und ihren Erfolg gesucht. Das zeigt aber auch, man hat doch noch Traum und kann spielen. Ja, und jetzt gehen wir direkt rüber in die Suchmaschine, in die Cassini. Dort fange ich erstmal an und erzähle die Dinge, die so als Basics anzusehen sind, die einfach funktionieren sollten. Cassini heißt die Suchmaschine von eBay. Der Vorgänger hieß Voyager. Die war für viele bei weitem einfacher zu handeln. Das war die Zeit, wo die Auktionen sich beendet haben nach der Zeit. Es gab dann, glaube ich, 2012 war es, ging es dann los mit beliebtester Artikel.
Und das ist im Grunde genommen auch ein bisschen so die Sichtweise der Cassini. Man kann sie recht einfach beschreiben. Die Cassini macht alles, was für den, Käufer an Relevanz ist. Da habe ich mich übrigens verschrieben. Nicht alle Fehler habe ich rausgekriegt. Also für den Käufer. Alles, was für den Käufer relevant ist. Das heißt, das beste Ergebnis, das relevanteste Ergebnis soll angezeigt werden. Und wenn ihr und eure Angebote relevant seid, dann rankt ihr oben. Das Problem ist, es gibt keine goldene Regel. Also ich kann jetzt nicht sagen, dieses Merkmal oder diese Metrik macht in euren Angeboten also besonders coole Bilder oder einen besonders geilen Titel. Es funktioniert nicht. Es ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Merkmalen, die eure Artikel nach oben bringen. Letzten Endes ist es immer so, die Cassini zeigt das an, was die Cassini glaubt, was die Kunden wollen. Und wenn die euer Produkt nun mal, wenn die Cassini nicht nach oben rankt, euer Produkt, dann meint die Cassini halt, die Produkte seien uninteressant für die Kunden. Was durchsucht die Cassini? Die Cassini durchsucht im Grunde genommen zwei Sachen. Das ist einmal der Produkttitel mit seinen 80 Zeichen und es sind die Artikelmerkmale. Das ist wichtig, die Artikelmerkmale, denn viele von euch bespielen die Merkmale gar nicht oder bespielen sie nur unzureichend. Im Bereich eBay Motors wird auch noch durchsucht die Fahrzeugverwendungsliste. Die Suche basiert immer auf Kategorieebene. Das heißt, wenn ich von der Startseite etwas eingebe, werdet ihr das schon sehen, wird direkt die Kategorie ausgesucht. Wie wird es angezeigt? Beste Ergebnisse. Das ist so ein Scheißbegriff, wo sich im Prinzip keiner was drunter vorstellen kann. Beste Seller-Performance bedeutet, das Konto sollte in Ordnung sein. Bester Match zu den Suchkriterien ist in etwa das, was mein Vorgänger erzählt hat. Es sollten die Suchbegriffe übereinstimmen mit dem, was der Kunde gerade möchte. Ja, gut, beste Relevanz des Listings, das sollte gut aufeinander passen. Fazit. Interessant ist das beste zu erwartende Kauferlebnis. So hätte es gerne die Cassini. Und dann fangen wir jetzt mal richtig bei den Basics an. Ist euer Account sauber? Wie schaut das aus mit euren Bewertungen? Wie schaut es aus mit den DSRs? Klar, die zählen nicht mehr in die Mängelquote, aber die Cassini benutzt sie noch. Und ihr solltet halt, wenn es irgend geht, euren Account sauber halten. Und ihr solltet euch auch ab und an mal eure DSRs anschauen. Gibt es einen detaillierten Bericht, den könnt ihr euch runterladen. Und dann könnt ihr euch auf Produktebene anschauen, welche Probleme ihr möglicherweise habt. Und ganz ehrlich, schmeißt die Produkte dann raus oder macht es halt besser, dass ihr euren Account sauber haltet. Die Mängelquote, die ist jetzt ein bisschen entschärft worden dieses Jahr. Was zählt nur noch? Abbruch eines Kaufs durch den Verkäufer. Damit ist gemeint, wenn ihr nicht liefern könnt, dann müsst ihr einen Abbruch einleiten und das zählt dann als Mangel oder Fälle, die von eBay ohne Klärung durch den Verkäufer geschlossen werden. Heißt nichts anderes als, ein Kunde will irgendwas von euch, ihr antwortet nicht, oder hat einen Fall aufgemacht, er will was von euch, ihr antwortet nicht, dann wird der geschlossen und dann haben wir den fristgemäßen Versand. Der fristgemäße Versand ist ein bisschen tricky. Der funktioniert im Prinzip ganz gut für alle die Händler, die Paketnummern hinterlegen können. Für alle Händler, die keine Paketnummern hinterlegen können, weil sie jetzt günstige Artikel haben, so bis 10 Euro, ihr habt ein großes Problem, weil ihr seid darauf angewiesen, dass der Käufer euch die Käuferfrage beantwortet. Wenn ihr das mal genau in eurem Verkäufercockpit anschaut, das zeige ich euch gleich, ist das eine ganz große Herausforderung, hier eine vernünftige Lösung zu finden. Die Verkäuferleistung misst eBay auch in der M2M, Member-to-Member-Kommunikation. eBay liest eure Nachrichten mit. Das heißt, nicht so viel labern, in einer möglichst kurzen Zeit versuchen, mit dem Kunden eine Lösung halt herbeizuführen. Klar, zu viele Fälle, das ist auch recht einfach. Interessant ist aber den Umstand, dass eBay tatsächlich mitliest. Ich hätte es nicht geglaubt. Es gibt im Internet einen knapp 60-seitigen Aufsatz, der von zwei Data Lab Analysts von eBay und der Universität Berkeley verfasst worden ist. Und als Ergebnis dieses Berichtes
und dieses Aufsatzes ist es dann auch so passiert, dass überhaupt die Verkäuferbewertung aus den Mängeln, aus der Berechnung der Mängelquote rausgeflogen ist. Warum? Eberhard hat erkannt, ich kann viel besser die Verkäuferleistung anhand der Kommunikation zwischen Verkäufer und Käufer messen, als an den Bewertungen. Deshalb achtet auf eure Kommunikation mit den Käufern. Ja, jetzt haben wir unser liebes Verkäufer-Cockpit und dort wollen wir uns mal anschauen, die unterschiedlichen Transaktionsanzahlen, die jetzt hier dargestellt werden. Ihr seht, es sind weniger. Quote nicht fristgemäß verschickter Artikel, da habe ich weniger, nur noch 454 anstatt 634. Woran liegt das? eBay ist so ein bisschen vom eigenen Paradigma abgewichen. Bisweilen war es so, wenn ein Käufer nicht antwortet oder nicht bewertet, wird das nicht negativ gezählt. Das ist genau bei diesem Kriterium eben nicht so. Wenn einer eurer Käufer nicht auf die Käuferfrage antwortet, ob der Versand fristgemäß war, dann zählt diese gesamte Transaktion nicht. Das bedeutet also, ihr habt eine geringere Anzahl an Transaktionen, die sich ins Verhältnis setzen zu den Kunden, die sich beschwert haben. Das bedeutet, der nicht fristgemäße oder der fristgemäße Versand ist ein ganz fieses Kriterium. Das ist hier noch einmal dargestellt in der Tabelle, die auch eBay auf den eigenen Seiten darstellt. Und sind wir ehrlich, so richtig gut funktioniert das ja noch nicht. Wir haben das Problem Feiertage. Das kann eBay noch nicht. Deutsche Feiertage kennen sie noch nicht. Wir haben auch die Schwierigkeit, wie schon gesagt, Käuferfrage, keine Antwort. Ein Paketdienst ist nicht trackbar. Das heißt, ihr gebt mit irgendeinem, ihr verkauft Uhren, teure Uhren und nehmt halt eben nicht DHL. Und ihr habt dann die Schwierigkeit, dass die Paketnummer nicht trackbar ist. Das kann zu Problemen führen. Oder ihr habt ganz einfach einen Arschlochkunden. Das kann natürlich auch zu Problemen führen. Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Perfekt ist, ihr ruft den eBay-Kundenservice an oder meldet ihn an. Da wird euch geholfen. Garantiert nicht. Deshalb macht's selber. Transaktionszahl erhöhen. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das könnt ihr gleich in meinem zweiten Vortrag hören. Da erzähle ich euch vielleicht die ein oder anderen Kniffs und Tricks dazu. Okay, weitere Basics. Das ist Top-Bewertung, eBay-Garantie. Klar, das sollte funktionieren. eBay Plus macht Sinn, weil ihr könnt dadurch Geld sparen. Zum einen bekommt ihr einen höheren Rabatt und zum anderen bezahlt eBay die Rücksendekosten. Die Frage ist jetzt kostenloser Versand, ja oder nein? Ich glaube nicht, dass es da eine einheitliche Meinung gibt. Diejenigen, die Kunden haben, wo die Kunden immer nur einen Artikel kaufen, für diesen kostenloser Versand kein Problem. Für die Kunden, die mehr als nur einen Artikel kaufen, weil ihr, was weiß ich, ihr habt Bleistifte und habt einen Blog, da mag das mit dem kostenlosen Versand ein echtes Problem sein. Da solltet ihr vielleicht einen A-B-Test machen, das eine probieren, das andere probieren, das Beste nutzen. Dann findet die Cassini cool, wenn Kunden Auswahl haben, das heißt viele Versandarten. Genauso beim Payment. Alles das, was ihr anbieten könnt an Payment, was euer System hergeben, macht es. Einen Monat Rücksendung, das sollte eigentlich auch Standard sein. Jetzt kommen wir zu den Produktbildern. Das Produktbild muss auf seiner längsten Seite 1600 Pixel haben. Je mehr Bilder, desto besser. Maximal 12 könnt ihr halt reingeben. Und das Produkt sollte im Vordergrund stehen. Bei dem Bild ist das nicht umgesetzt. Also das Bild ist schlicht scheiße. Also es ginge besser. Dann mobile Optimierung. Ob ihr es glaubt oder nicht, knapp 50% eurer Umsätze werden mobil abgewickelt. Und es ist erschreckend, dass die meisten von euch es nicht auf die Kappe kriegen, die Angebote mobil zu machen. Ich habe hier das Beispiel ATP-Autoteile. ATP-Autoteile ist Deutschlands nahezu umsatzstärkster Verkäufer.
Er ist weltweit auf Position 4, auch im Bereich Autoteile tätig. Sein Umsatz sind monatlich rund 5 Millionen und über seinen großen Account insgesamt liegt er so bei knapp 100 Millionen pro Jahr. Und das ist die mobile Ansicht links versus rechts. Die mobile Ansicht von einer Tasse, von einer Thermotasse, die ist gut, das sieht klasse aus. Ich erkenne das Bild, ich erkenne das Produkt, da macht es Spaß zu kaufen. Es ist aber auch gar kein Problem, dass ihr eure Produkte mobil optimiert. Evectio zum Beispiel bietet ein kostenloses Template. Das könnt ihr euch runterladen, das ist ein kleines Snippet. Packt das in eure Produkte rein, in eure Artikelbeschreibung rein. Kein Problem, es kostet euch keinen Cent. Prüfen könnt ihr, ob eure Beschreibungen mobil optimiert sind, über das iWays-Tool. Das solltet ihr auch aus einem anderen Grund benutzen. Nächstes Jahr schmeißt eBay die aktiven Inhalte raus, Flash und so ein Zeugs. Das Tool ist schon daraufhin ausgelegt, dass es euch anzeigt, ob eure Produkte, ob eure Beschreibungen konform sind. Während der Suche wird euer Kunde direkt auf die relevante Kategorie geleitet. Ihr seht es hier, ich habe Reizwäsche eingegeben und ich komme direkt auf Damenunterwäsche. Das bedeutet also, das Ranking eurer Produkte passiert pro Kategorie, in der ihr seid. Das bedeutet doch gleichzeitig, achtet bei der Kategorieauswahl darauf, dass ihr in der relevanten Kategorie seid. Es bringt jetzt nichts, wenn ihr in der Kategorie Bremsbeläge seid, wenn ihr Reizwäsche anbietet oder in der Kategorie Sonstiges. Schaut mal eure Angebote an. Zweimal im Jahr macht eBay eine Kategorieänderung. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, ich war auch strunzefaul und habe die Kategorie nicht angepasst. Was passiert? Ihr fallt in die Kategorie Sonstiges. Und das vermindert eure Auffindbarkeit und auch eure Sichtbarkeit enorm. Schaut mal nach, wie viele von euren Produkten in der Kategorie Sonstiges gelandet sind. Wenn da ganz viele gelandet sind, werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit Produkte sein, die einfach auch schlecht gerankt sind. Innerhalb der Kategorie haben wir Rate der Impressionen zum Engagement der Kunden. Erzählt eBay ja oft, ist auch so nachzulesen, aber was ist jetzt eine Impression? Eine Impression ist nicht, wenn euer Kunde das Produkt aufruft und es euch sich anschaut, sondern eine Impression ist der Umstand, wenn das in den Suchergebnissen angezeigt wird. Das sind die Impressionen. Und die setzen sich ins Verhältnis zum Kundenengagement. Zum Kundenengagement oder Engagement gehört zum Beispiel, dass die Produkte auf die Beobachtungsliste passieren, dass die gesetzt werden, dass mit euren Produkten eine Kollektion gefertigt wird oder aber schlicht, dass sie auch gekauft werden. Kurz nochmal zum Preis. Versucht immer irgendwo in der Mitte zu sein. Wer ganz billig ist, verkauft nicht zwangsläufig am besten. Die 80 Zeichen, die ihr im Titel zur Verfügung habt, die sollten aussagekräftig sein. Spielt doch kein Bullshit-Bingo. Es interessiert keinen, ob etwas von, mit, grün, grün vielleicht schon, aber irgendwelche extravaganten Farben, die interessieren keinen. Die wird auch keiner lesen können. Es sollten also relevante und gebräuchliche Bezeichnungen im Titel verwendet werden. Und gebt euch selber mal die Chance, guckt euch eure Titel an. Die sind oftmals mit viel Potenzial nach oben. Dann das Problem Keyword-Recherche. Haben wir eben bei Amazon, beim Amazon-Part gehört. Ist ein Thema. Ganz ehrlich, per Hand geht besser. Keyword-Tools helfen selten. Ich habe 3, 4 Keyword-Tools ausprobiert. Die taugen nichts. Ganz ehrlich, wenn ihr eine gute Artikelbeschreibung haben wollt, arbeitet selber und orientiert euch an euren Wettbewerbern. Die Keyword-Tools liefern richtigen Müll. Artikelmerkmale. Oben ist ein Artikelmerkmal, was richtig cool genutzt ist. Und ihr seht es auf der rechten Seite, da steht Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3. Geil. Da hat es einer richtig cool gemacht. Der hat die Keywords, die er oben in den Titel nicht mehr reingepresst bekommen hat, hat er ganz einfach sich eigene Artikelmerkmale angelegt. Ihr habt dort 55 Zeichen Platz,
eure ganzen coolen Keywords unterzubringen. Unten sind die Artikelmerkmale im Übrigen auch von ATP-Autoteile. Es ist unglaublich, dass der Mann, dass der Peter so an Flughöhe gewonnen hat mit so beschissenen Beschreibungen. Also, Artikelmerkmale, haut rein, was geht. Und was mir auch aufgefallen ist, viele von euch haben richtig coole technische Beschreibungen innerhalb ihrer, eurer eigenen Artikelbeschreibung. Was aber denn dann tatsächlich fehlt, ist, dass diese in den Artikelmerkmalen auch wieder zu finden sind. Das machen viele von euch nicht. Wenn ihr selber einmal einen eBay-Artikel sucht über die eBay-App, dann schaut euch einfach mal euer eigenes Erlebnis an, wenn jemand gut die Artikelmerkmale ausgefüllt hat. Da werdet ihr echt feststellen, das ist ja cool, da brauchen wir noch nicht mal unbedingt die Artikelbeschreibung aufzurufen, da reicht es ja schon mal, in die Artikelmerkmale zu schauen. Das bedeutet, ihr habt mehr Interesse bei den Kunden für eure Produkte entwickelt, dann, wenn ihr die Artikelmerkmale nutzt. Ganz schlimmes und gemeines Thema, Getin oder MPN. Ohne die geht nichts. Nur wenn ihr eine Produktartikelnummer angebt oder eine Herstellerartikelnummer, also MPN ist die Abkürzung von Manufacturer Product Number, oder wenn ihr eine Getin eingebt, das ist der Nachfolgebegriff für EAN, nur dann werden eure Produkte bei Google Shopping gelistet. Und das ist ein Faktor für euch. Ich verstehe, dass es extrem schwierig ist für Händler, die Gebrauchteile machen, oder aber für, wir haben auch einen Uhrenhändler hier sitzen, der Einzelstücke hat. Egal, dann erfindet eine MPN. Dann erfindet einfach eine Artikelnummer. Meine Güte, da ist nichts Schlimmes bei. Ihr verstoßt gegen eine Policies. Und wenn ihr es richtig cool machen wollt, versucht da halt die alten Getins oder die alten ERNs vom Hersteller herauszufinden. Wenn das nicht mehr zu machen ist, dann arbeitet halt mit einer MPN. Die Artikelbeschreibung. Das ist eine Artikelbeschreibung, die habe ich vor einer Woche aus eBay rausgeholt. So sieht ja schon eine Artikelbeschreibung aus, wo ja schon etwas dran getan worden ist. Aber ganz ehrlich, die ist beschissen. Habt ihr den Eindruck, dass eine solche Artikelschreibung auf den Kunden cool wirkt? Setzt mal die Kundenbrille auf. Im Prinzip ist das doch kacke. Das ist irgendwie so ähnlich wie meine Wortfilterseite, die aussieht wie 90er-Jahre-Design. Das ist scheiße. Ein bisschen besser ist diese Seite. Warum? Wir haben hier auf der rechten Seite, haben wir links neben dem Daumen einen eigenen Sofort kaufen Button. Wenn ihr mal selber an eurem PC sitzt und ein bisschen rumscrollt, bei eBay was einkaufen wollt, ihr sollt ja nicht nur bei Amazon einkaufen, dann merkt ihr, dass der Sofort kaufen Button relativ schnell aus eurem Blickwinkel rausfällt. Das heißt, wenn ihr einkaufen wollt, müsst ihr nochmal runterscrollen. Das ist nicht unbedingt gut. Von daher bringt ihn ruhig rein. Was ist denn schlecht an dieser Beschreibung? Das ist links der Balken. Ihr wollt ja, dass der Kunde auf diesem Produkt bleibt. Er wollte nicht, dass er weggeht. Warum ladet ihr also den Kunden dann ein, indem ihr eure Shop-Leiste noch mit einblendet? Das ist Unfug. Das macht keinen Sinn. Ihr wollt ja, dass der Kunde kauft, also dass jetzt dieser Besuch des Kunden auch konvertiert. Bei Mobil sieht es wieder ganz anders aus. Da wollt ihr haben weniger Text, komprimierte Infos, weniger Bilder. Warum weniger Bilder? Es gibt immer noch Probleme mit dem Datenvolumen. Das heißt, ihr wollt das Datenvolumen eurer Kunden etwas schonen. Ihr wollt auch die Ladezeiten beachten, die Artikelmerkmale. Und ihr wisst es, es kommt jetzt demnächst eBay-Automatismus, der Zwangsmobilisierung. Das bedeutet, eBay packt mit einem Algorithmus Teile aus eurer Artikelbeschreibung und macht dadurch einen mobilen Artikel. Ich kann euch sicher sagen, das geht in die Hose und das wird nicht funktionieren. Von daher nutzt die Zeit und macht es selber besser. Pricing. Das ist so eine ganz fuchsige Sache. Ich habe heute mit so dem einen oder anderen Händler darüber eine Diskussion geführt, der der festen Überzeugung war, ich muss der Billigste sein und verkaufe am besten. Ich bekomme ein Zeichen, dass ich Gas geben muss. Dauert aber noch ein bisschen. Die Cassini reagiert auf zu teuer und auch zu billig. Und das in der Tat. Am besten rankt ihr in der Mitte. Tools helfen euch, aber immer nur ein wenig.
Langsam wird es besser. Wartet mal auf den Seller Hub. Der Seller Hub wird euch überraschen, denn er bietet eine Analyse eurer eigenen Artikel und zeigt euch genau, wo ihr steht. Das heißt, Dritttools müsst ihr nicht mehr unbedingt nutzen. Also ich muss bis 22, das dauert bei mir noch. Tipp 14, Customer Engagement, beobachtete Angebote. Alles, was eure Kunden machen und alles, was eure Kunden machen, was eBay sieht, sind wichtige Punkte. Das heißt, wenn ganz viele eurer Kunden auf Angebote beobachten, die eure Angebote auf ihre Beobachtungsliste setzen, dann ist das gut. Ihr könnt das auslesen, auch von euren Wettbewerbern, auf Wortfilter, gibt es die Seite Marktplatz-Tools. Eine Unterseite Marktplatz-Tools gibt ein kostenloses Tool, da könnt ihr euch das anschauen. Laufzeit der Angebote und Artikelhistorie. Ganz wichtiger Punkt, wenn ihr dann manchmal Produkte seht, die 6.000, 7.000, 8.000 Mal verkauft worden sind, dann denkt ihr, boah, scheiße, da komme ich nie dran, ein solches Produkt ist doch immer viel besser als meins. Es ist Quatsch, die Cassini interessiert sich nur für die letzten 30 Tage. Aber was interessant ist, wenn ihr einen Artikel neu einstellt, kriegt ihr einen Ranking-Boost. Umgekehrt genauso, wenn der Artikel ausläuft, kriegt ihr auch nochmal einen Ranking-Boost. Was jetzt wichtig ist für euch zu wissen ist, wenn ihr Artikel auf GTC, Good Till Cancelled oder bis auf Weiteres eingestellt habt, und die haben keine Verkäufe, dann landen die im Nirvana bei eBay Suche. Was ist der Trick? Ihr löscht die nach 30 Tagen und stellt sie neu ein, also ähnlicher Artikel, nicht Relisting. Das könnt ihr mit ein bisschen Glück in euren Tools halt einstellen. Im Zweifelsfall könnt ihr das sogar per Hand über euer eBay-Konto machen. Nur ganz ehrlich, die meisten vernachlässigen das. Das sind aber rund 10-15% eures Umsatzes. Das ist richtig wichtig. Den könnt ihr mit diesem ganz einfachen Trick, Artikel, die nicht laufen, einfach mal killen, neu einstellen, kriegt ihr den 10-15% in die Höhe. Sonderaktion, Rabatte, da ist der Rechtschreibfehler immer noch drin. Gibt es ein ganzes Spielfeld, die meisten kennt ihr. Das, was die meisten vielleicht nicht kennen oder wo viele schon nicht mal reingeschaut haben, geht mal in euren eBay-Shop, auf Shop verwalten, und schaut euch einmal an, welche Möglichkeiten euch dort angezeigt werden. Ihr habt dort die Möglichkeit, E-Mail-Marketing zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, Newsletter zu verschicken. Ihr habt dort die Möglichkeit, Artikel zu promoten. Die bringen eine ganze Menge, ob jetzt unbedingt Top-Angebot in Kategorie und Suche etwas bringt, das wage ich zu bezweifeln, also ich finde das nicht so gut. Besser ist, wenn man über eine Preisaktion, wie sie als erstes angezeigt ist, was versucht, oder wenn man halt einfach vernünftig rankt. Dann haben wir die Produktbewertung bzw. die Rezension. Gibt es genauso jetzt mittlerweile auch bei eBay mit 5 Jahren Verspätung, hat eBay es dann auch begriffen. Die Frage ist ja jetzt die, oder viele denken vielleicht, boah, fuck, viele verstehen Amazon mittlerweile ablösend von Google als Eintritt, hallo Thorsten, als Produktsuchmaschine. Und da wird eBay nie mehr aufholen. Und das ist falsch. Überlegt euch mal bitte Folgendes. Es gibt einen Produktlebenszyklus. Das ist eine Parabel. Das Produkt wird irgendwann richtig heiß, ist ganz heiß, fällt ab und es interessiert keine Sau mehr. Das ist so ähnlich wie das Nokia-Handy, ich glaube 3010 nannte das. Das ist weg. Das bedeutet, die Produktbewertung oder für Produktbewertung gilt das genauso. Die Produktbewertungen verlieren irgendwann an Relevanz. Jetzt hat eBay allerdings mit 1 Milliarde Produkte mittlerweile online, eine wesentlich größere Anzahl. Das bedeutet, wer die Produktbewertungen spielt, aktiv seine Käufer dazu auffordert, hilft allen. Das ist auch so ein bisschen das Problem, habe ich auch schon gehört. Warum soll ich mich um Produktrezensionen kümmern? Die helfen ja auch anderen. Ja, das stimmt, aber sie helfen allen. Und wer sich massivst dagegen wehrt, gut, der kann ja im Private Label ins Private-Label-Geschäft gehen, sprich Eigenmarken machen. Auch eine Sache, die ganz, ganz viele vergessen, das sind die Ratgeber. Wenn ihr doch coole Produkte habt, ja meine Güte, dann erzählt das den Menschen.
dann erzählt doch, wie Bremsen zu wechseln sind, wie ein Zahnriemen zu wechseln sind. Dann erzählt doch, warum gerade meine Glühbirne die coolste ist. Viele machen es nicht. In der Tat, die wenigsten machen es. Die Frage ist, macht ihr es mit einem eigenen Account oder macht das mit einem fremden Account? Ja gut, das könnt ihr euch letzten Endes selber aussuchen. Beides ist von eBay aus gestattet. Beides ist nicht falsch. Kollektion. Nehmen wir mal an, ihr handelt Kerzen und ein anderer Kerzenständer. Ja, dann ist das doch nur cool, wenn ihr zu euren Kerzen die passenden Kerzenständer bringt. Oder wenn einer Ovulationstests verkauft, dann kann er ja direkt schon eine Babykleidung dabei bringen. Sollte ja vielleicht klappen. Die Kollektion könnt ihr selber erstellen, ganz einfach. Unterhalb des Sofortkaufen-Buttons, ihr seht, steht zur Kollektion hinzufügen. Könnt ihr auch mit einem Dritt- oder mit einem Fremdaccount machen, wie ihr wollt. Entschuldigung. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Hammer. Das ist die STR, die Sell-Through-Rate. Das bedeutet, der Artikel erscheint in der Suche, wird angeklickt und wird gekauft. Das heißt, das ist das Verhältnis Zahl der Impressionen zu euren Abverkäufen oder zu anderen Engagementkriterien wie die Beobachtungsliste. Aber das ist auch das verfluchte Ding, was am schwierigsten legal zu beeinflussen ist, denn es wird häufig manipuliert. Wie das Ding manipuliert wird und wie ihr das erkennt, erzähle ich dann gleich im nächsten Vortrag. Wir haben den Performance Report, den kennen die meisten nicht. Wenn ihr euch in euer Konto einloggt, Account-Einstellungen auf der linken Seite oder Verkäufer-Cockpit, linke Seite unten, habt ihr die Möglichkeit, den zu erreichen. Dort seht ihr eure Kennzahlen. Die sind wichtig und die sagen euch, das ist doch kostenlos, der Performance Report, und die sagen euch ein klein wenig, wie denn eure Raten sind, wie viele Impressionen habt ihr, wie viele Käufer habt ihr, wie ist eure Conversion Rate. Vergessen sehr, sehr viele. Wenn aus irgendeinem Grund ihr der Meinung seid, eBay hat wieder irgendwas gebastelt oder irgendwas hat sich geändert, versucht euch einmal 8 Fragen zu stellen. Wenn ihr die alle mit grün beantworten könnt, ist die Welt in Ordnung. Wenn nicht, dann müsstet ihr bei euch Hand anlegen. Habt ihr irgendetwas in euren Listings geändert? Foto, Preis, Versand. Das heißt, geht ihr da irgendwo raus? Sind eure Verkäuferbewertungen schlecht geworden? Habt ihr auf einmal neue Mitbewerber? Haben Mitbewerber in ihren Listings etwas geändert? Haben sich Kategorien geändert? Achtung, 2-mal im Jahr Kategorie ändern. Seid ihr noch stark wettbewerbsfähig? Hat sich die Kategorienstruktur geändert? Hier noch einmal. Hat sich das Käuferverhalten geändert? Zum Beispiel will auf einmal kein Käufer mehr kostenlosen Versand, was ja je nach Ausgestaltung durchaus auch möglich sein kann. Wenn alles im grünen Bereich ist, dann hat wahrscheinlich die Cassini etwas über das Käuferverhalten dazugelernt und ihr müsst es ein bisschen versuchen herauszufinden. Dazu eignen sich im Übrigen auch hervorragend solche Händlertreffen, dass man mal untereinander sich unterhält und man fragt, hör mal, warum dein Artikel besser als meiner, welcher Kategorie verkaufst du. So, und jetzt sind wir schon fast am Schluss. Ich habe bei mir in der Community viele Fragen gestellt bekommen, die will ich dann auch mal ganz kurz beantworten. Unsere Mitbewerber schreiben die Titel in Großbuchstaben, spricht was dagegen? Nein, tut's nicht, es ist völlig egal. Spielt die Position des Keywords im Titel eine Rolle? Eigentlich nein. Aber probiert einmal selber Watch Apple oder Apple Watch. Ihr bekommt tendenziell andere Ergebnisse. Ich würde zwar sagen nein, aber wer es genau wissen will und genau beobachten will, der kann das einmal fragen. Gibt es irgendjemand? Mich würde mal interessieren, wo bei eBay das SEO anfangen soll. Ganz klein, Account Basics. Klar, die kriegt ihr nicht so einfach gelöst. Da kann man auch vielleicht mal ein paar Tricks anwenden kurzfristig, aber wirklich die Basics sollten, wenn ihr nachhaltig handeln wollt, sollten die Basics funktionieren. Kann man den Algorithmus bei eBay überhaupt beeinflussen? Ja, kann man. In der Tat, man kann ihn beeinflussen, er ist manipulierbar. Wo kann ich überall Keywords bei eBay hinterlegen?
Ja, definitiv nicht in der Artikelbeschreibung, also Artikelmerkmale und Titel sind relevant. Ich habe Leuten gehört, dass sich demnächst etwas ändern soll, dass 150 Artikel oder die 150 ersten Zeichen der Artikelbeschreibung ausgelesen werden sollen. Aber da habe ich noch keine feste Meinung zu. Gibt es Agenturen, die das gut können? Nö, gibt es nicht. Gibt ein paar gute Menschen, die das machen, aber im Zweifelsfall macht selber, schult eure Mitarbeiter. Ihr könnt mich fragen per E-Mail, ihr könnt mich auch anrufen. Ich bin kostenlos, ich koste keinen Cent. Stimmt es, dass wenn ein Angebot 3 Monate nicht verkauft wurde, es nicht mehr in den Suchergebnissen erscheint? Naja, es erscheint in den Suchergebnissen, aber halt irgendwo unter ferner Liefen. Wird das Angebot mit kostenlosen Versand höher gerankt? Im Prinzip auch ganz einfache Antwort, was will der Kunde? Bei Autoteilen, wo er vielleicht 3, 4, 5 Sachen kauft, kann es sein, dass es sogar schlechter gerankt wird. Gut, aber in der Regel ist es so, kostenlos wird besser gerankt. Variantenartikel genauso anlegen wie bei Amazon. Was ist damit gemeint? Ich habe einen grünen, blauen, gelben Schal. Fasse ich die in einem Angebot zusammen mit Varianten, ja oder nein? Ich fasse ihn zusammen, weil ich generiere damit eine wesentlich höhere STR, also einen wesentlich höheren Abverkauf auf einem Angebot, auf einer Artikelnummer und diese wird dadurch natürlich relevanter. Wie verhalte ich mich dann jetzt, wenn ich Doppellistings sehe? Ist häufig bei mir in der Gruppe, da beschweren sie sich, oh, Doppellisting macht ein Wettbewerber. Ja scheiße, den würde ich doch machen lassen. Wenn der so dämlich ist, der schadet sich selber. Ich muss doch ihn nicht bei eBay anscheißen, damit er seine Angebote besser macht als meine. Würde ich meinen Mund halten. Ja, jetzt kommen wir wirklich fast zum Ende. Was haben wir neu? Man sagt ja, Amazons Buybox wurde von eBay kopiert und heißt jetzt eBay Buybox. Das Ding heißt eBay Top Pick. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Gibt es in einigen Kategorien. Das ist bisweilen die Ausführung in Light. Ihr seht dort den weitere Details-Button. In Amerika gibt es schon den Sofort-Kaufen-Button. Die Frage ist, wie kommt ihr dort oben auf den Platz? Ganz einfach, seid relevant. Auf diesem Platz werden die gleichen, absolut die identischen Kriterien angewendet wie bei der Cassini. Gibt es jetzt mehrere identische Angebote, passiert eine Rotation. Was kommt demnächst? Sucht einmal mobil über Google Kaffeevollautomat eBay. Dann werdet ihr mobile Seiten sehen und die zeigen euch schon ein klein wenig die Aussicht, wie die Artikel in der Suche demnächst dargestellt werden.